Agentin 00. Mission Toilettentest. Die Suche nach der Lokusblüte beginnt im blauen Barhaus. Aha, Blindspiegel. Lassen tief blicken vom Damen ins Herrenklo. Samstagabend habe ich schon sehr oft gesehen, dass 4, 5 Mädels vorm Spiegel stehen und sich einfach scheckig lachen über die Jungs, die es nicht wissen. Und sich dann nochmal den Thumbs up geben, so, hey, was für ein geiler Typ ich bin. Und ja, aber es haben auch einige Jungs das echt schon verrissen, weil beim ersten Date, da wäscht man sich auch nach dem Pinkeln die Hände. In der Toilette eine Disco-Kugel. Ich vermute, es ist die Klospülung. Exakt. Im LED-Design wie der komplette Laden. Blau statt Rotlicht. Mein Vater hat mir immer gesagt, wenn du in den Laden gehst, schau dir die Toiletten an, das ist die Visitenkarte. Und da ich auch die Frauen liebe, habe ich das na klar auch für die Frauen am schönsten gemacht. Auf geht's. 20. Stock. Nächstes Ziel, Hamburgs höchste Bar, direkt am Hafen. Sportlich elegant, quasi ein Highlight. Das 20 Up im Up-Ort-Check. Undercover. Wow. Ja, man sieht hier gleich den Blick nach draußen. Agentin 00, hervorragend kombiniert. Ein bisschen maskulin, männlich, schick, Ego. Ich finde es ein bisschen zu kühl, ein bisschen zu düster. So lange möchte ich mich hier auch nicht aufhalten, aber für Männer, ich glaube, Männer finden das ganz schick. Auch den Ausblick und fühlen sich dann ganz wichtig, wenn sie dann hier stehen. Und es gibt sicherlich auch Gäste, die da drin ihre Fotos machen. Also das sehen wir dann spätestens bei so Hotelbewertungsportalen im Internet. Also da gibt es dann eben nicht nur das Bild vom Hotelzimmer, sondern eben auch von der Toilette im 20 Up. Also da gibt es schon so einen Toilettentourismus. Stichwort. Die Suche führt nach Österreich. Hier ist Platz fürs Diner oder fürs schnelle Geschäft. Beim Mittagessen in der Stadt im Cebul, einem Lokal im Levante-Häuserl. Die Spülnase trügt nicht. Auftritt am Abtritt. Österreich, Alm, Heidi, ganz angenehmes Licht. Die andere Seite total verspiegelt, das ist auch wie so ein klarer Bergsee. Decke und Boden sind im gleichen Farbton, das ist eine ganz schöne Klammer dadurch. Gute Arbeit, Agentin. Wir ziehen uns jetzt zurück. Bis zur nächsten Mission.